So viel zu unserer Verteidigung. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schnell mal einen Power Swing raushauen. Schnell mal Defender raushauen. Mist. Ach du grüne Neune, was richten die denn hier an? Das ist überhaupt nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Schnell heilen. Hopp. Und ja. Das gab mal Schaden bei unseren Gegnern. Also die haben da echt böse Skills angewandt gerade. Das tut doch weh. Ich glaube, ich werde mich jetzt nicht mehr um den Boss heute kümmern. Och man, jetzt krepiert die Alte uns schon wieder. Oh, ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Also, jetzt langsam auf den hohen Leveln wird's richtig hart. Okay. Ist auch verständlich. Aber es nervt ohne Ende, dass die Alte uns alle 2 Sekunden den Bach runtergeht. Also. Die Frau hat die meiste Defense nach dem Skeletor, der so der Defense-Heini hier ist. Und sie krepiert alle 5 Schritte weit. Also das geht doch nicht. Das ist doch jetzt langsam wirklich übertriebener Schwachsinn. Oh, meine Güte, nee. Tut mir leid, aber das empfinde ich gerade ein bisschen... Es ist ein bisschen zu übertrieben. Oh, wir haben schon Greater Healing Pot, aber... Naja, gut. Minotaurus muss sich noch mit einem normalen Healing Pot zufrieden geben. Versuchen sie mal mit dem inneren Feuer zu heilen und hier mit einem Blutschwerthieb. Und schauen mal, was jetzt da am Ende rumkommt. Solange der nur auf den Skeletor haut, ist ja alles noch okay. Kann ich auch noch mit leben. Aber es funktioniert ja auch nicht auf Dauer. So, dann einmal draufhauen. Hier fokussieren. Draufhauen. Und Blut saugen. Also ich will die Ebene, wie gesagt, noch fix durchmachen. Den Boss, den werde ich jetzt auf morgen dann verschieben. Mache ich morgen nochmal eine Aufnahmesession. Vielleicht dann auch nochmal eine lange oder längere. Oh, Green Goblin, Level 26 erreicht und Artful Blade gelernt. Blair Witch, Level 26 erreicht und Quick Heal verbessert. Ach nee, der hat da den Artful Blade verbessert, nicht gelernt. Ich muss ja auch bedenken, ich habe ja jetzt eine andere Nachbarsituation auch. In der Wohnung, wo ich vorher war, war eine Firma unter mir. Also in der Wohnung unter mir. Und da kann man ja echt sagen, oh, magische Macht. Super, da können wir den Spirit Orb ablegen. Mit Lichtblitz öffnet sich die Tür. Ausgezeichnet. Da war ja eine Firma drin und die ist ja ab einer gewissen Uhrzeit ist da ja einfach kein Schwein mehr. Und das heißt, wenn ich da dann abends in der Nacht irgendwelche Aufnahmen gemacht habe und mal lauter war, das hat einfach niemanden gestört. Es war ja niemand da, den es hätte stören können. Und diesen Vorteil habe ich jetzt einfach auch nicht mehr und muss dann ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und das ist dann halt einfach so. Da muss ich dann mal schauen. Ich bin ja jetzt auch kein Herr Gronkh, der da die ganze Nacht Aufnahmen macht oder so und dann rumbrüllt. Ich versuche ja auch hier leiser eher zu sein. Und eher im Nachhinein den Ton lauter zu machen, auch aus Rücksicht, wie gesagt, auf meine Nachbarn. Weil das muss ja nicht sein. Oh, schnell die Defense mal pushen. Mist, Fokus. Und Blackstorm, einmal Leben abziehen. So. Boah.
Das war ja jetzt mal eine Damage-Makerei. Das waren ja 300er und 400er Werte. Huhuhu. Das muss wehgetan haben. So. Ja, das, da gibt's die nächsten Toten bereits. Ja, ja, ja. Ah, schade. Wieder nicht alle drei zusammen. Naja, gut. Ah, Blutrage. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Energy. Und hier... Ich glaube, ja, da mache ich mal Black Bolt auf Man-at-Arms. Aber der Warrior für Level 18 überlebt relativ lange. Das überrascht mich gerade. Aber dann hauen wir mal drauf auf Man-at-Arms. Und hier gibt es mal eine große Gruppenheilung. So. Stärke, jawoll. Agilität und Stärke holen wir uns dazu. Und. Ah, Mist, hat er nicht ganz gereicht. Jetzt sollte es aber mal langsam. Ja, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. So, HP für alle. Und dann Haue. Haue. Nicht ganz Haue, sondern Leben saugen und Haue. Ich habe jetzt auch endlich angefangen. Ich habe ja durch den Umzug und auch davor schon lange mir meine Batman und The Dark Knight Comics von der New 52-Reihe, also quasi diesem Reboot, gekauft und lange nicht jetzt richtig gelesen. Bin ich jetzt gerade so ein bisschen echt mal am Aufholen. Perdona, erreicht Level 26 und macht einen stärkeren Black Bolt. Edward Level 26 mit einem stärkeren Arkanen Brand und einem stärkeren Blutschwert, wurde auch mal Zeit. Der Minotaurus Level 26 mit einem besseren Bullrush und Skeletor mit Level 26 einen stärkeren Power Strike. Ja, unser Kernteam halt. Mal aufgepusht. Batman und The Dark Knight bin ich jetzt da ein bisschen am Auflesen. Da habe ich echt einiges verpasst. Also ich hatte die ganzen Comics pünktlich gekauft, aber so ungefähr bei beiden Reihen etwa die letzten 6 Ausgaben komplett einfach nicht gelesen. Ich bin ja eigentlich auch ein großer Comic-Fan. Das Problem ist nur, wenn ich da mir jetzt alle kaufen würde, die ich gerne kaufen würde und lesen würde, würde ich finanziell einfach so unglaublich viel Geld ausgeben. Das wäre nicht feierlich. Das wäre nicht schön und das wäre nicht feierlich. Und das wäre auch nicht okay. Ich glaube, da würde ich eins auf den Deckel kriegen. Von meinem Portemonnaie, von meiner Bank. Ich bin ja auch so eigentlich, ich bin ja so ein richtiger Sammler. Also in der Steinzeit wäre ich eigentlich der männliche Sammler unter den Damen gewesen. Weil ich muss haben. Ich muss alles haben. Ich muss besitzen. Meins. Irgendwie nur mal irgendwie nutzen oder so ist nicht drin. Ich will haben. Haben ist besser als nur mal benutzt haben. Und Spiele. Ich kaufe mir teilweise Spiele, wenn ich sie auf Steam ja gekauft habe. Will ich sie aber auch nochmal als Original verpackt im Regal stehend haben, so weit es das halt gibt, und kaufe mir die dann halt auch gerne mal so doppelt auf die Weise. Das ist dann halt nur teuer, ne? Und ich sammle ja auch die unterschiedlichsten Sachen. Auch das kann bisweilen sehr teuer und ist ein sehr teurer Spaß werden. Da muss ich eigentlich immer ein bisschen aufpassen auch, was das Portemonnaie so erlaubt und zulässt an Ausgaben. Weil man verzettelt sich auch ganz schnell. Also gerade ich, wenn ich immer alles mit Karte zahlen würde oder alles abbuchen lassen würde mit hier Überweisung und Pipapo, ich würde einfach nicht mehr wissen, wie viel ich ausgegeben habe und würde ganz schnell mein Konto überziehen. Ich bin so ein Bargeldtyp, der wirklich noch dann lieber Geld abhebt und das Bargeld dann hat, und wenn er das dann ausgegeben hat, dann auch
quasi, ich habe da ein besseres Gefühl, ein besseres Verständnis für mein Geld und für meine Ausgaben, weil ich das ganze Online-Banking nicht so gerne mache. Ich weiß nicht, ich bin so ein Glückspilz, bei meinem Glück würde definitiv irgendwer meine Daten hacken und mich ausnehmen, wie eine Weihnachtsgans. Und da habe ich nicht so wirklich Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Die Kohle, ich arbeite hart dafür und die Kohle soll lieber bei mir bleiben, als dann sich irgendwelche Schurken drüber freuen dürfen oder so. Das mag ich nicht und muss ich nicht haben. So. Ich bin echt unentschlossen, muss ich sagen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich den Boss angehen soll oder nicht. Weil ich ja, wie gesagt, an die Nachbarn so ein bisschen gerade mitdenke. Ich bin ja leise, ich rede jetzt nicht so wirklich laut und alles, aber ich hätte halt doch Schiss, dass dann irgendwann hier einer ankommt und sagt: Sag mal, hast du mal auf die Uhr geschaut, meinst du? Hast du einen Schaden oder so? Geh mal ins Bett, geh pennen, laber nicht die Bude voll. Wäre unschön, gerade da ich ja auch erst frisch eingezogen bin. Okay, das Bluten ist doof. Dann sollte der sich mal mit einem Healing Pot heilen. Auch wenn ich sagen muss, ich verstehe mich richtig gut oder ja, nicht nur mit der Vermieterin. Ich hätte jetzt fast gesagt, als ich Oda gesagt habe, oder man könnte fast schon sagen, Freundschaft ist da schon bereits vorhanden, aber das kann ich ja so nicht einfach entscheiden. Oder es ist halt von meinem Empfinden, geht schon halbwegs in so eine ähnliche Richtung. Es ist aber auf jeden Fall super Verhältnis, super zusammen. Also es passt, es ist eine super nette, tolle Vermieterin. Also ich hätte, glaube ich. Ich hätte keine bessere finden können, also glaube ich nicht. Also, was die schon hier gemacht hat und geholfen hat und weil bei dem Einzug ja doch ein paar Probleme auch waren und so, also, oh, Bombe, super. Kann ich echt nur träumen von. Nachbarn sind auch relativ nett und ich habe jetzt noch nicht so viel Kontakt mit denen gehabt. Aber so von dem, was man so mitbekommen hat, auch alles super. Und das ist ja immer so eine Sache. In der Wohnung, wo ich vorher war, hatte ich einen Nachbar, der sehr schwierig war. Und das war immer eine, also das hat immer belastet. Sowas belastet, sowas macht einen fertig. Auch wenn man es nicht bewusst wahrnimmt, dass diese Belastung vorhanden ist, im Kopf irgendwo verborgen, im Hinterkopf, Unterbewusstsein ist sie dann vorhanden und macht einen fertig und zieht einen runter. Und das ist dann doof. Das funktioniert dann auch nicht und das kriegt man irgendwie schon zu spüren. Och, warum ziehe ich dem jetzt auf einmal noch so viel nicht Leben ab? Hat er sich irgendwie hochgepumpt und ich habe das nicht realisiert, weil ich hier jetzt gelabert habe über Nachbarschaft? Meine Güte. Geh doch mal endlich hier ins Jenseits. Afridachi. Tschüssi. Dich mag keiner. Wir wollen dich tot sehen. Was für böse Worte, ne? So, Power Strike. Versuchen wir es mal damit. Aber das tut doch weh. Black Bolt machen wir auch mal so. Hopp. Das müsste doch jetzt mal langsam reichen, damit der hier mal weg vom Fenster ist. Ausgewichen. Ich glaube, es hackt. Also, ehrlich. Was mich auch wieder ärgert, wo ist die Seele schon wieder? Wir sind hier in der dritten Ebene und ich habe die Seele schon wieder nicht. Aber wir haben hier auch echt einige Türen nicht geöffnet, ne? Der ist diese Tür mit der Krone. Wir haben einen Pferdeschlüssel gehabt und einen Hammerschlüssel und beide noch nicht angewendet, wobei ich den einen ja, wie gesagt, versehentlich vernichtet habe. Das macht mir auch noch ein wenig Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Also, mal schauen, was da jetzt auf dieser Ebene noch ist, weil. Oh, endlich mal ein bisschen Schaden hier angerichtet. Na, geht doch. Oh, meine Güte. Unnötig lange Kämpfe. Die wollte einfach nicht verrecken. Chucky Level 25. Das ist okay. So, warum ist hier so eine Nische? Das ist verdächtig.